I think we can begin now. So Dimitri is going to tell you something about the security of the IC backside. Please give him a warm round of applause. All right. Ja, leider konnte mein Co-Autor heute nicht da sein, darum habe ich die Rede heute allein. Das könnte interessant sein für Leute, die heute David Oswalds Vortrag gesehen haben. Und die Jungs von Infineon, die vorhin den Vortrag gehalten haben. Also es geht ja im Wesentlichen um den gleichen Kontext. Goal attacks, so what's the... Ja, ich studiere PhD an der Universität Darmstadt. Ich spezialisiere mich auf physikalische Angriffsmethoden. So and also we'll learn what exactly all these terms are. So semi and fully invasive. Wir werden heute lernen, was für Angriffsarten es gibt. Halb invasiv und voll invasive Rückseitenanalyse und Fehleranalyse. So we're applying this to security and no one has ever thought of this before. And where, you know, how do people come up with these crazy ideas to do all these things? And it turns out there's a whole industry for this. And the industry is... Ja, inzwischen gibt es eine komplette Industrie für diesen Bereich. Wrong? You don't know what went wrong. So now you have to sit there and you have to, you basically have to reverse engineer your own device, even though you designed it, because you don't know what went wrong. So that's failure analysis. And so there's my, you know, Twitter, and if you want to contact me by email, and I'm a... a joke, so people who appreciate this. So this is kind of, this was an April Fool's joke done by Signetics many... Das war ein April-Scherz vor ein paar Jahren. Shows you from a conceptual level some of the main misconceptions that people have when it comes to hardware. Der ein bisschen die konzeptionellen Irrtümer vorführen soll über Sicherheit. The joke is, so this is a data sheet. Hier haben wir ein Datenblatt. Memory. So voll encodiert, zufälliger Random Access und nur schreibt zu Memory. Speicher. Das ergibt natürlich nicht allzu viel Sinn. Write-only memory or es gibt zwar write-only memory Speicher, also nur Schreibspeicher. Also Speicher, auf dem man einmal schreibt und aus dem man nie Daten rausziehen kann. My favorite which is the first in mein persönlicher Favorit ist dieses first niemals hinaus Puffer, was natürlich absurd ist. To build secure systems, they assume they write the data onto the secure hardware, and that's it. Allerdings, die Pointe ist, dass es viele Hersteller gibt, die so tun, als könnten sie einmal Daten irgendwo hinschreiben und diese nie wieder rauslesen. That it still gets decrypted on, so on the device somewhere. There's an area where you can find. Allerdings muss es immer irgendwo auf dem Chip einen Bereich geben, wo diese Daten hingeschrieben werden und dann vom Gerät verschlüsselt werden. Here's kind of that. Hier haben wir einmal den Inhalt meines Vortrags. We'll talk about. Erstmal geht es um den Hintergrund, allgemeine Einführung zu Reverse Engineering bei integrierten Schaltkreisen. Okay, fangen wir an mit dem Hintergrund.
Sie verkaufen uns diesen Mikroprozessor als unhackbar. Aber er konnte geknackt werden. Haben es Leute aus Ihrem Team geschafft, den Chip zu reverse-engineeren? Die Idee ist, dass man die Software aus der Smartcard extrahiert. Ich finde es beeindruckend, wie einfach es ist. Das hier ist eine der ursprünglichen, gefälschten Karten. Didn't pay anything. So, das waren die Ergebnisse. Diesmal, das Ding ist, dass das, was damals war, und das war damals. Es waren nur Daten. Der Fakt war, dass Daten auf dem Chip waren. Hat man gedacht, dass es der Schutzmechanismus groß genug war, dass man sich gegen Angriffe schützen kann, weil man dachte, dass niemand jemals in der Lage sein würde, die Daten aus den Chips zu extrahieren. Kryptografische Algorithmen werden in Hardware kodiert. Das ist viel, viel schwerer, sie dadurch auszulesen. Das Buch ist wirklich sehr interessant. Da sind alle Leute drin, die man braucht. Da geht auch um die Geschichte von Tron. Im Prinzip ist es eine Geschichte über, wie Chips aktuell gehackt werden. Steht alles drin. Und in der echten Welt möchten alle Menschen sofort Ergebnisse haben. Wenn man von Hardware-Sicherheit spricht, muss man in Angriffsklassen denken. Die einfachste Attacke ist die nicht-invasive Attacke. Das Gerät wird nicht geöffnet, es wird nur gemessen, Leistung und so Sachen. Halbinvasiv ist, dass das Paket wird geöffnet und man kann zum Beispiel mit Lasern drauf schießen. Und man kann mit dem Laser falsche Bits auslösen. Und vollinvasiv ist, das ist das, was ich immer machen wollte. Es gibt einen Schaltkreis und ich mache das jetzt auf und tue den Schaltkreis ändern, damit ich die Daten bekomme. Also nicht invasive Techniken, sonst Sachen wie Side-Channel Analysis und Clock-Glitching, Voltage-Glitching, also Änderung von Clock-Frequenzen und Spannungen. Ich zeige immer, dass die Datenkrake, das ist ein schönes FPGA-Board, da kann man gut mitarbeiten. Hier kann man wirklich die Low-Cost-Arbeit machen, kann man Protokoll-Error sehen und machen. Und wenn man mit dem Gerät spricht, dann kann man vielleicht ein paar Error-Codes triggern und Informationen auslesen. Warum ist es nicht anwendbar? Auf der einen Seite hat man natürlich limitierte Möglichkeiten. Auf der anderen Seite Labore mit sehr, sehr guten Ausrüstungen. Da gibt es ganze Labore, die diese ganze Ausrüstung haben. Der im Endeffekt ist, dass das Ding ist, dass man die meisten die Ressourcen substanziell limitiert sind. Wie ich es schon vorhin gesagt habe,
Man möchte einen einzigen Trace benutzen. Und was machen die Menschen, die Sidechannel, wie macht man Sidechannel, wie tut man Sidechannel Analysis ermöglichen, indem zum Beispiel Channel Traces gezählt werden und ab einem bestimmten Zähler löscht sich die Karte einfach. Wenn man High Security Attacks macht, dann geht man immer davon aus, dass man eine Black hat. Man reverse engineert es und man findet raus, wie dann das System funktioniert. Sogar für das Side-Channel-Sachen müssen sie wirklich verstehen, wie die Krypto-Sachen funktionieren. Die Hauptsache ist, dass die Gegenmaßnahmen und die komischen Sachen, die die Leute bei den Chips machen, das hat man in jedem Chat-Chip, der ziemlich sicher ist, und das ist genug, um nicht invasive Techniken zu stoffen. Aber ja, invasive Techniken funktionieren immer, weil man das ändern. Transistoren werden auf der Oberfläche des Silicon Wafers erstellt und oben drüber hat man die Verbindungen zwischen den einzigen Punkten. Wenn man auf diesem sieht, auf dem Bild, da ist ein MOSFET auf der Mitte und außenrum gibt es Anschlüsse. Genau, das sind Metallanschlüsse. Da gibt es noch eine Isolationsschicht außenrum. Das gibt die Struktur des Chips und gibt auch die Möglichkeit, Sachen oben drüber zu legen. Manche Leute denken, dass man, wenn man ein Mikroskop schaut, dass man alles Mögliche sofort sieht. Aber die Realität ist, dass es viele, viele Schichten gibt, die man zuerst wegkratzen muss, dass man den Chip überhaupt sehen kann. So, weitermachen. Das Ding ist, man hat jetzt... So, nochmal. Das Ding, was man am Ende macht, ist, wenn man so etwas anschaut, ist, man möchte die logischen Funktionen der Hardware wiederherstellen. Um das zu machen, macht man es wie ich. Man schaut sich den Chip an, man schaut sich alle Layers an. Wie auf einer modernen Smartcard hat man vielleicht 7 oder 8 Layer. Auf einer Intel CPU hat man vielleicht 15 Layer und so weiter. Und man sieht natürlich, die Komplexität geht sehr, sehr hoch, weil man allein die ganzen Schichten anschauen muss. Aber man geht immer der gleichen Möglichkeit vor. Man schaut sich das Gate an, man identifiziert die Gates und versucht man auch danach die logischen Funktionen wieder zu erstellen. Hier sieht man dann die End-Gates an die Funktionen und wenn man da mit Pen and Paper rumsitzt und dann kann man sagen, was, wenn eine 1 hier ist, eine 0 da ist, was kriege ich dann raus? Und das kann man dann bei einem sehr komplizierten Schaltkreis machen. Was wir jetzt machen möchten, wir haben das Netlist und jetzt können wir die Logik isolieren und die geheimen Daten rausnehmen. Jetzt können wir diesen Bereich genau anschauen und die Daten extrahieren. Nur um eine Idee zu geben, das ist ein Beispiel. Das ist ein simple NAND Gate. Man sieht A und B und der Output. Und der Output ist an nichts angeschlossen. Das war ein sehr, sehr komisches Gate. Das ist, Ding ist, eine andere Sache, was Leute unterschätzen, wenn man ICs Sachen machen und wie man Chips anschauen. Was viele Menschen denken einfach nur an diese Bilder. Das menschliche Augen ist ziemlich gut und wenn man den Chip anschaut, dann sieht man, dass es da ähnliche Chips gibt. In der Mitte sehen ähnlich aus, die Seiten sehen ähnlich aus. In der Mitte waren Inverter und links und rechts sind Flipflops. Und man sieht also nicht, man sitzt nicht da und tut jeden einzelnen Schaltkreis nachschauen,
sondern man schaut mit dem Auge und sieht sofort, der Block ist ein Flipflop, der ist ein Block Flipflop. Und man schreibt das als Block runter und so weiter. Die eigentliche Sache, die fehlt, das sind nur die Gates. Also es fehlt auch noch die Verbindung. Hier ist ein Beispiel. Dies war ein Gerät. Es fängt da unten an. Es geht nach oben. Und da endet es. Aber eigentlich endet es nicht, aber es geht eine Schicht weiter runter und geht nach links. Und es geht nochmal eins runter. Und jetzt, bumm, sind wir in dem Gate drin. Und jetzt sind wir im Inverter. Und jetzt schauen wir uns den Output an. Man kann wirklich den Kontakt sehen. Man sieht den Punkt, der hochgeht. Das sind die Ein- oder Ausgänge, weil sie hoch oder runter gehen. Und jetzt geht es wieder hoch, weil runter geht nicht. Das ist der unterste Schicht. Hier. Und es geht nach links und nach oben. Und boom, jetzt sind wir in dem Flipflop. Und das war das Bild, das wir vorhin hatten. Das Ergebnis, wenn man das wieder zurückstellt, ist nicht volatiler Speicher. Das ist da, wo man angefangen hat. Und jetzt gehen wir von dort mit einem XOR. Und warum auch immer haben wir einen Inverter. Und weil man einfach irgendwie Inverter hat, aber einfach nur zum Spaß. Und dann haben wir Flipflops und dann auf einmal haben wir, ich habe es nicht gezeigt, und irgendwann merkt man, bekommt man ganz viele Sachen. Um eine bessere Ansicht zu haben, eine andere Sache, die man macht, man fängt nicht mit den kleinen Bildern an, sondern mit einer Übersicht. Hier kann man schon sehr viel sehen, dass wir den Flash-Speicher hier haben, so nicht volatiler Speicher. Wir sehen auch den SRAM und den EEPROM-Speicher unten. Und hier in Rot sieht man den Core. Wie weiß das der Core ist? Es ist genauso wie wenn man mit GCC kompiliert. Wenn man Assembler bei Hand schreiben würde, dann wäre es sehr viel lesbarer für den Mensch, als wenn der GCC es schreiben würde, weil es keine Optimisation im Assembler gibt. Der gleiche ist hier. Es gibt diese graue Area, die keine Struktur hat. Und das ist, weil die synthetisiert wurde und optimisiert wurde. Und deswegen wird das eine graue Area. Und deswegen im Core sieht man komplett unregelmäßige Strukturen. Und weil es grau oder schwarz ist oder Kupfer oder was auch immer. Das Ding, was wir uns merken müssen, wir haben den Flash und die Daten gehen in den Core. Und irgendwo zwischen Flash und Core können wir die Kabel finden, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist der Fall, wenn man Data auslesen möchte, die verschlüsselt ist. Was unverschlüsselt ist, was ist, wenn sie verschlüsselt ist? Die CPU kann keine verschlüsselten Data ausführen. Das heißt, der NVM ist verschlüsseln. Die Data muss, die Info muss entschlüsselt werden, bevor sie zum Core kommt. Also irgendwo muss es eine Entschlüsselungsfunktion geben. Also wir gehen jetzt zurück dazu. Das ist jetzt ohne Verschlüsselung. Der non-volatile Speicher schießt sofort in den Speicher. Aber jetzt haben wir ein XOR und mit einem anderen Input, da kommt der Verschlüsselungsfaktor rein. Aber das kann es egal sein, weil wir wissen ja, dass rechts unverschlüsselte Daten rauskommen. Man kann diesen Prozess natürlich auch automatisieren, das ist so wie D-Gate für Professionelle. Hier, das ist eine automatische, er kann ganz viele Bilder von dem Chip zusammenfügen. Und kann ganze Netze extrahieren. Ich möchte nichts verraten, aber er ist wirklich gut im Erklären. Ja, der Talk ist sehr interessant. Warum er von D-Gate angefangen hat und jetzt dort angekommen ist. Das ist die Richtung, wenn die Leute mich fragen, was denkst du, wenn wie die Angriffe in der Funk
Zukunft sind. Und ich sage dann, die Leute machen ihre Custom Hardware und Software. Mit solcher Software kann man diese Hardware wieder zurücksehen. Die Hardware wird durch Software generiert und mit einer anderen Software kann man sie wieder auslesen. Mit solchen Softwaren kann man bestimmt auch die Masken wieder rekonstruieren und man kann sogar die eigene Kopie von dem Chip erstellen, wenn man das möchte. Die interessante Sache ist, dass, lass uns sagen, dass jemand schlau genug ist, einen Bitcoin ASIC zu bauen, der viel besser ist als alle Bitcoin ASICs. Also irgendjemand in einem Land, der weniger Gesetze zu Copyright hat und fängt an, diese Maschine zu bauen und die Leute bekommen dadurch durch Kopieren und Entwickeln die beste Bitcoin Engine, ohne überhaupt Entwicklung und Produktionskosten zu haben. Also der Fakt ist, dass man Hardware auslesen kann und es automatisieren kann, öffnet ganz viele Türen und ganz viele Möglichkeiten zum Suchen. Also es gibt auf jeden Fall reale Beispiele, also mit PayTV, mit der Smartcard, die irgendwelche Verschlüsselungen macht. Jetzt kann man diesen Chip anschauen, die kryptografische Hardware extrahieren, das Krypto, was implementiert ist, und jetzt designen wir einfach die Pirate Card, nur anstatt einen Microcontroller zu haben, haben wir ein FPGA und auf dem FPGA kann man alles synthetisieren und wir haben Piracy Everywhere. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zu SC Security Background. The backside. Das sind die Angriffe, die wirklich durch die in die richtig auf die Grundstruktur des Silikons runtergehen. Um die Rückseite zu verstehen, wollen wir erstmal über die Vorderseite reden. Okay, also Frontseitenangriffe werden so langsam unattraktiv und der Grund dafür ist, dass es sehr viele, viele Schichten von Zwischenverbindungen gibt. Bei heutigen Chips gibt es keine Möglichkeit mehr, an den Chip ranzukommen. Dazu gibt es noch Gegenmaßnahmen wie Abschirmungen und Netze. Eine SIM-Karte zum Beispiel ist ein nicht gerade besonders sicheres Gerät. Wenn man jetzt also zu einem Hersteller geht und sagt, ich möchte die sicherste Smartcard der Welt haben, was sie machen ist, sie nehmen einfach eine SIM-Card und packen darauf Schichten von diesen Schutzschilden und Netzen. Also wenn man diese Karte öffnen würde, dann würde man Kurzschlüsse verursachen und sie zerstören. Auf der Black Hat 2010 wurde zwar gezeigt, wie man sowas knacken kann, aber es ist immer noch sehr kompliziert. Also was wir wollen, ist den Chip umdrehen und ihn von der Unterseite angreifen, aber dazu kommen wir gleich. Die Dichte auf der Vorderseite des Chips ist so dicht, dass niemals Licht durchkommen kann. Also wenn man mit der Lampe drauf leuchten würde und Licht unten sehen würde, das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Ich habe mit ein paar Freunden mich unterhalten und sie haben gesagt, es ist obszön, wie paranoid die Smart-Card-Industrie heutzutage ist.
Inzwischen gibt es sogar schon Maschinen, die die Rückseiten polieren können. Es benutzt weder Chemie noch Elektronik. Was man macht, ist, man begrenzt den Spielraum in der X- und Y-Achse der Maschine und sie wackelt einfach nach hin und her und schleift den Chip. Man braucht dafür zum Beispiel einen Diamantschleifer. Also was man macht, man geht heran und macht den Chip von unten auf. Und man muss sich nicht mit diesen ganzen Schutzmechanismen auseinandersetzen, die man auf der Vorderseite hätte. Was wir merken müssen, ist, dass wir die Schaltkreise auch von der Rückseite sehen können. Bei einer Smart Card mit 100 Nanometer oder 90 Nanometer sollte das kein Problem sein. Es gibt keine Gegenmaßnahmen auf der Rückseite. Okay, und in so einem Telefon haben wir diese sogenannten BGE-Pakete und in den Telefonen sind die Platinen auch oft umgekehrt eingesetzt, sodass man eigentlich, wenn man das Telefon aufmacht, auf die Rückseite starrt und eigentlich schon den Zugriff hat auf die Schaltkreise. Der Grund, warum sich noch nicht jemand die Rückseite angeguckt hat, ist folgender. Der Durchmesser des Substrates ist mehrfach beträgt die mehrfache Größe der Schaltkreise und der Schutzmechanismen auf der Vorderseite. Es besteht aber kein Risiko darin, diese Schichten abzutragen. Man kann dabei nichts kaputt machen. Außer vielleicht einigen Hitzeproblemen dadurch entstehen könnten. Colin sagt, ich sollte diese Bilder nicht zeigen. Hier haben wir den Chip, der geschliffen wurde. Die Beschriftung ist auf der anderen Seite. Den wir mit dieser schönen Maschine, die wir vorhin gesehen haben, geschliffen haben. Diese Maschine ist ziemlich teuer zu betreiben. Es ist ein selbstverstelltes Circuit Board und der Chip ist natürlich auf dem Kopf. Man kann sogar sich dran spiegeln. So, jetzt haben wir den Chip poliert und wir sind jetzt bei 30 Mikrometer Dicke. Und die erste Sache, die wir gemacht haben, ist das hier. Ganz viele Leute haben noch nie davon gehört. Also viele haben noch nicht dafür gehört, aber an meinen Tags habe ich schon gezeigt. Wir nehmen eine Infrarotkamera und wir schauen dem Chip zu, wie er Daten macht. Man kann die Photonen sehen, die von den Photonen die Transistoren abgeben, weil die Transistoren geben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Photonen ab
Und wenn man diese Prozesse immer wieder oft genug wiederholt, da man ganz genau die Photonen aufspeichern. Und man kann ganz genau sehen, wie unten die Memory-Zugriffe sind. Und ich lasse es jetzt laufen. Und ihr könnt jetzt sehen, die Layouts von verschiedenen Adressen auf dem Gerät. Genau, das sind weitere Testläufe, wie man sieht. Also wie gesagt, die Transistoren emittieren Photonen und mit einer Infrarotkamera fängt man diese Photonen auf. Am Anfang, als wir diese Suche angefangen haben, dachte ich, dass wir das sofort finden. Und wir haben über ein Jahr gebraucht, um es zu finden, das bis wir den Databus finden. Und das, was es ist, das ist eine Region von dem Chip, wo der Databus ankommt. Und hier wird der SRAM adressiert. Was man sieht, auf der Unterseite sieht man die unteren. Oh, Entschuldigung, das ist der Database, aber er ist geteilt. Also es geht davon ab, es hängt davon ab, wie viel Logik durchgehen muss. Leute, die HDL schreiben, die verstehen bestimmt, was ich meine. Wenn groß, ja, alles kompliziert. Das Ding ist, man immer hat noch die Limitationen mit diesen nicht-invasiven Technen. Man braucht Millionen von Millionen Integrationen, man braucht einen Loop und muss das, der Transistor muss immer wieder das Gleiche machen. Den Transistor sieht man ungefähr alle 10.000 Schaltvorgänge. Das heißt, man muss Millionen von Schaltvorgängen machen, bis man so etwas sieht. Hier ist ein Chip, der AES auf sich hatte. Ich konnte nicht das andere Bild finden, wenn ich meine Slides zusammengestellt habe. Aber aktuell, wenn man in diese Ecke schaut, unten rechts, in dieser Region verschwindet, wenn AES ausgeschaltet wird. Und wenn AES angeschaltet wird, dann sieht man diesen Blob. Aber es wurde nicht verifiziert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es AES ist. Und das Ding ist, wenn Licht jetzt rausgehen kann durch das Silikonsubstrat, weil es durchsichtig ist, dann bedeutet das auch, dass Infrarotlicht bestimmt auch reingehen kann. Was man machen kann, ist Laser benutzen. Das ist anstatt das Bild von vorne zu machen. Man nimmt einen Laserscanner, Mikroskop, in unserem Fall den Industriescanner. Alles bis jetzt wurde mit optischen Technologien gemacht. Und Leute, die normalerweise optische Systeme machen, die arbeiten im Monat dran, wenn sie das sehen, sind sie natürlich geschockt, weil es so einfach ist. Hier hat man zwar nicht, auch wenn man einen Mikrometer Laser benutzt, bekommt man eine bessere Auflösung, weil man mit dem Laser scannt und den Overlap rausrechnen kann. Hier kann man schon fast mit dem Laser kann man schon sehen, was drauf ist, ohne es überhaupt aufzumachen. Das ist wirklich ein Skalpell zu nehmen und die Groundplate wegzuziehen. Man macht es auf, Backside ist offen, man legt es drauf und man sieht es sofort, was für ein Chip es ist. Unten rechts oder unten links sieht man Atmel und die ist eingraviert, die Schrift drauf. Das Ding, was wir gemacht haben, ist thermische Stimulation. Was wir gemacht haben für diesen Angriff, wir haben das Device abstufen lassen. Wir haben von 1,8 Volt auf 0,6 Volt runtergesetzt. Das ist genug, wenn bei 0,6 Volt bleibt die Data im Speicher, aber man kann keine Befehle mehr ausführen. Das ist so wie ein Zombie-Status. Was wir jetzt machen mit dem Laser-Scannen, der Chip arbeitet nicht mehr. Wir können den Strom messen
Und mit dieser Technik bekommt man so ein Bild bekommen, wenn man sowas sieht. Wenn man sich das ganz genau anschaut, kann man die Daten im SRAM sehen. Was man jetzt sieht, man lässt das Gerät abstürzen, damit es stecken bleibt und danach scannt man den Speicher ab. Mit dem Laser tut man die Leckströme ändern auf dem Gerät und je nachdem, ob da 1 und 0 ist, kann man halt dann den Effekt messen. Wen interessiert das eigentlich? Weil auf einer echten Smartcard wird der Speicher verschlüsselt sein. Also, das bei anderen gibt es wohl Leute, die Schlüssel auf SRAM speichern. Das heißt, man kann sofort die Schlüssel aus dem SRAM rauslesen. Das andere Ding ist, es gibt auch andere Möglichkeiten, auch wenn man in der Hardwareforschung in die Unis kommt, wenn man Puffs hat. Das ist die Technik ist, dass man das Gerät dazu bringt, eine eindeutige Antwort zu geben. Und man kann das Gerät quasi hochfahren und Daten abfragen. Und es wird Daten rauskommen, es werden Daten rauskommen, die totally random sind. Allerdings sind sie unterschiedlich zu den anderen Chip. Also jeder Chip hat quasi seinen eigenen Fingerabdruck. Und das ist eine wirklich effektive Technik zum Auslesen. Jetzt full invasive Analysis. Jetzt wollen wir wirklich den Schaltkreis aufmachen und reingucken. Die erste Sache, die wir gemacht haben, haben wir den Puffs weitergemacht. So, und jetzt haben wir gesagt, wir möchten eine physikalisch unklonbare Funktion klonen. Wir haben sie ausgelesen, wussten wir die Daten und jetzt wollten wir eine zweite Instanz von dem Gerät nehmen und wollten es von dies zu dem nächsten wechseln. Die Slides sind irgendwie komisch. Ja, alles falsch. So, wir wechseln das Thema. Einer unserer Angriffe in dem ersten Ausgabe von CT 2014 sind wir genannt. Es erklärt viele unserer Angriffe, die wir machen. Also wenn ihr neugierig seid, dann schaltet es auf jeden Fall an. Zurück zum SRAM. Wir wussten, was der SRAM war und wir konnten ein paar Sachen machen. Was wir gemacht haben, wir haben einen zweiten SRAM-Array genommen und wir haben ihn verhindert, dass er zu speichern. Wir haben ihn verhindert, Daten zu speichern, die wir nicht gespeichert haben wollen. Wir haben Löcher gemacht und richtig durchgebohrt. Die Gates sind quasi kurz geschlossen. Der SRAM ist festgesetzt. All diese Arbeit wurde mit unseren Integrated Devices Guys gemacht. Und die haben gesagt, so, ey, wir können das sogar besser machen, weil wir haben mehr Techniken. Also man kann einen Transistor dünner machen und hat sich herausgestellt, dass wenn man ihn dünner macht, dann wird er schneller und dann kann man den Wert beim Start festsetzen. Er verhält sich immer noch wie ein SRAM, aber man kann programmieren, wie er sich beim Starten verhält. Viele Leute sind bestimmt mit einem Elektronenrastermikroskop verwandt. Das ist wie ein Elektronenrastermikroskop, nur mit Ionen. Was es eigentlich meint, ist, wenn man hat viel mehr Masse und was man machen kann, ist, man kann Chemikalien in das Vakuumraum tun und man kann eine Reaktion stimulieren mit Nanometerpräzision. Man kann mit Gas das Silikonsubstrat wegätzen. Und wir können sagen, bitte einfach nur auf diesen
nur dieser 10 mal 10 Nanometer Square bitte nur hier reagieren. Und so kann man die Chemikalien punktgenau anwenden und so kann man diese Hardware modifizieren. Auch etwas, was ich erwähnen möchte, dass etwas gemacht wird, wenn Chips erstellt werden. Wenn die Chips initial generiert werden, wird das genauso gemacht. Anstatt dass immer wieder neue Chips generiert werden, werden anstatt ganze neue Chips gemacht, sondern es werden immer Hotfix angewendet, damit die ganze Entwicklung nicht mehr neu gemacht werden muss. Auf jeden Fall. Das ist wirklich ein einfacher Fall. Wir machen ihn dünner und wir machen die Transistoren weg, und weil wir wissen, wo der SRAM ist. Und sieht eh alles gleich aus, also wir wissen Bescheid. Und jetzt, und was wir jetzt eigentlich machen möchten, wir möchten es testen und Daten raus extrahieren und noch ein paar andere Sachen machen. Das ist, was wir gemacht haben. Hier, wir haben es zu 25 Mikrometer dünner gemacht. Was wir gemacht haben, ist, lass uns sagen, wir möchten ein Signal hier angreifen. Wir machen es dünner und das ist sogar größenecht, vielleicht 25 bis 35 Mikrometer. Und jetzt nehmen wir das für das FIP, wir machen ein Loch rein, ungefähr so. Und jetzt haben wir ein Loch, was hochgeht zu dem Transistor. Und jetzt möchten wir das Kabel in der Mitte reinsetzen. So, jetzt müssen wir genau nur in dieser Area Sachen wegmachen, also machen etwas Metall rein und das Signal ist jetzt verfügbar und jetzt kommen wir so mit einer Nadel, das ist ungefähr größenrichtig, die Nadel hat ungefähr einen Mikrometer. So, die Schritte, die wir durchgegangen sind, wir mussten einen Weg finden, durch den Chip zu navigieren. Auf den linken Seiten ist ein optisches Bild. Wenn jemand mal bei Tukon ist, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay, es tut mir leid, ich kann ihm gerade nicht folgen. Er erzählt irgendetwas. Er schlägt eine Konferenz vor. Auf den, genau. Er ist wieder direkt zum Thema. Wir haben so ein Bild wie das. Und mit dem FIP, da das Substrat sehr dünn ist, kann man mit der Infrarotkamera ein Bild machen. Und das sind identische Regionen. Also man kann die dann übereinander legen und sehen. Genau, also es ist eigentlich, das rechte Bild ist komplett verschwommen, aber man kann ungefähr trotzdem mappen. Das Kabel, was wir aktuell anbringen, die Transistoren gehen hoch so Metal 1 und oben geht es Metal 2 und 3 und auf Metal 3 gibt es Verbindungen zwischen zwei Sachen. Wir gehen durch drei Layer durch ein Device, um es zu testen. Und jetzt haben wir ein bisschen Metal draufgelegt. Man sieht diese Blase und der Stab, der da rauskommt. Das ist ziemlich dreckig. Das ist das Dreckigste, was ich jemals gesehen habe. Wir haben das nicht so gut hingekriegt. Das erste Mal haben wir einen Kurzschluss zwischen zwei Kabeln gemacht. Weil das Schöne Sache mit FIP ist, kann man mit einem unterschiedlichen Gas diese Kabel wieder auseinander machen, mit einem Gas, mit dem anderen Gas die Kabel wieder zusammenstecken. Das ist wirklich ziemlich gut. Clemens hat auch einen Analyseverstärker gebaut. In echt könnte man das natürlich viel schneller und ungenauer bauen.
Jetzt isolieren wir ein Signal, wo die Daten für uns entschlüsselt wurden. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss. Eine interessante Sache, an die wir dann gedacht haben, war, wie macht man eigentlich heutzutage Krypto? Sie benutzen einfach programmierbare Sicherungen. Was wir hier sehen, ist ein Bereich auf einem Mikrocontroller. Hier sehen wir die Sicherung und man kann mit dem bloßen Auge sehen, welche Sicherungen gesetzt wurden und welche nicht. Der Grund dafür ist, das Bild, das man auf dem FIP sieht, hier sind sogenannte sekundäre Elektronen, die man hier sieht. Weil man hier also eine Sicherung und einen Flusstor hat, kommt immer eine unterschiedliche Anzahl von Elektronen zurück und darum sieht man hier einen Unterschied. Die Sicherungen sind also entweder verbunden durch ein Kabel oder das Kabel ist getrennt. Also es war sehr experimentell, sehr diffuses rausgefunden. Was sehr nett ist, sind diese Kontrastbilder. Man kann auch sehen, wie man diese eigenen Gates wegmachen. Man sieht hier, der Kontrast zeigt auch die Spannung, die man hat. Wenn man sieht, auf der links und der rechten Seite, die Punkte sind die Kontakte, die zu den Metal Layers hochgehen. Und wenn wir das Floating Gate wegmachen, die Spannung ändert sich. Also wir haben die Values in den Fuses geändert. Auf einmal ist die rechte Seite nicht mehr auf der gleichen Spannungsebene wie die linke Seite. Im Endergebnis, das Advanced Packaging, fortgeschrittenes Packaging. Also Advanced Packaging und Invasive Analysis, das passiert gar nicht mehr. Wie ich gesagt habe, man braucht keine Chemie mehr, um diese Chips aufzumachen. Man kann von hinten aufmachen, man kann den Chip reinmachen und es polieren und bekommt ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und dann braucht man noch ein FIP. Man braucht keine Chemie mehr, die eklig sind. Heute wollen Unis nicht mehr verklagt werden von Gesundheitsdingern wegen den Chemikalien und das ist viel besser. Die andere Sache ist, dass die Angreifer müssen zuerst reverse engineeren, bevor sie es angreifen können. Aber das ist in der echten Welt nicht anwendbar. Wer wird das schon machen? In den meisten Fällen, wo Leute in den meisten Fällen müssen die Leute gar nicht mehr alles reverse engineeren, sondern nur noch Teile. Dass das eigentlich gar nicht mehr Reverse Engineering, sondern nur noch den Linien folgen. Das Reverse Engineering von modernen ICs ist kompliziert, aber in der Realität stellt sich raus, dass die Gates immer wieder erscheinen und es gibt vielleicht 70 oder 80 verschiedene Gates und wenn man 2 Wochen studiert, dann kennt man alle verschiedenen Gates und man kann dann sagen, XOR, Inverter oder Flip-Flop und dieser Typ und dieser Typ. Und das merkt man einfach. Also das kann man wirklich mit dem Auge erkennen mit ein bisschen Training. Die andere Sache ist, dass Daten im RAM verschlüsselt sind. Also ist egal. Wenn es verschlüsselt wird, dann muss es sowieso erst entschlüsselt werden. Und mein Liebling ist das Letzte. Das fünfte ist, die Geräte hören auf zu funktionieren, wenn man hinten aufmacht.
die Wahrheit ist, Leute sagen, dass wenn man hinten abmacht, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Ich sage, in 99% der Fällen funktioniert es immer noch. Noch ein paar Nennungen und Danksagungen an Chris Tanowski, auch an Starbuck, der mich motiviert hat. Starbuck damals. Die meiste Frage, die ich kriege, wenn Leute mich fragen, offline ist, wie fange ich damit an? Starbuck sagt immer, lerne HDL. Und das beste Weg ist wirklich HDL zu lernen und zu versuchen, Softwareprozessoren zu implementieren. Und das ist, damit man die Mentalität von der Design und kriegt. Also es ist keine Raketenwissenschaft, sondern einfach nur Quantum Science, also Quantenmechanikswissenschaft. Das ist nur ein Witz, aber von einem logischen Punkt. Und die anderen zwei Leuten, die ich fragen danken möchte, ist Clemens, mein Kollege, der das ganze Invasive-Zeug gemacht hat, und Alex, Doktor in Optik und so Zeug. So, gibt es irgendwelche Fragen? Bevor es die Fragen ergeben, wer immer mich auch fragen möchte und die ganzen tollen Geräte sieht oder eventuell dieses Gerät kaufen möchte, die Datenkranke, kann mich im Hackcenter finden, unten links in einem der Alleys, und da könnt ihr uns finden. Ich habe ein Bild von der Datengrafe gemacht auf Twitter, da könnt ihr es auch finden. Es gibt noch 5 Minuten, wir fragen. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Talk. So, wir haben noch ein paar Minuten frei für Fragen. So, wenn ihr eine Frage habt, dann stellt euch vor das Mikrofon. Haben wir eine Frage vom Internet? Eine Frage ist im Internet, wie viele Daten werden zerstört, bevor man die Daten bekommt? Antwort? Das ist sehr kompliziert und hängt von vielen Faktoren ab. Ich kann von Chris was sagen, wenn als Chris die Infineon 66PE, bevor er sein erstes Ergebnis hatte, hat er 80 Chips kaputt gemacht. Er hat 80 mal 4 bis 6 Stunden gebraucht, bis er das gefunden hat. Also wenn man irgendwas Einfaches angreift, dann sind das weniger Chips. Das andere Sache ist, wenn wir das einmal gemacht haben, allgemein, dieser Chip ist wahrscheinlich nicht nur an einer Stelle gemacht, sondern ist wahrscheinlich an ganz vielen Stellen benutzt. Das heißt, man muss es oft nicht mehr wieder machen, sondern man sieht den Chip und erkennt ihn in anderen Geräten wieder. Und dieses Trainieren und Lernen ist nicht so trivial. Da muss man wirklich verstehen, wie der Chip funktioniert. Das Reverse Engineering verbraucht ein paar Geräte. Okay, Mikrofon 3. Sehr interessant, vielen Dank. Die Intel RNG Doping Problem, was früher. Glaubst du, dass es irgendwelche Backside Scanning Anwendungen gibt? Das war ein sehr interessantes Paper. Und das war sehr interessant. Das Ding ist, es gibt Möglichkeiten, so Angriffe zu merken, und was man machen kann, ist, man benutzt andere Chemikalien, damit sie aushalten, wenn man gescannt wird. Aber das wird nicht durch die Backside gemacht. Was man machen würde, ist, alle Layers wegzumachen und nur noch die Worlds zu haben und sie dann zu farben, dass man sieht. Das wäre eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Wie realistisch ist es für Intel, das zu machen, nachdem die Produktion zu machen? Können das jede Woche machen, jeden Monat machen? Ich denke mal, eine Firma wie Intel kann das wöchentlich machen.
Aber Low-Cost Smart Cards kann man wahrscheinlich besser was verstecken. Es ging darum, ob Engineers etwas verstecken in den Smart Cards. Nächste Frage. Eine Detailfrage. Über SRAM auslesen mit Infrarotlaser. Die Frage war, ob das mit einem einfachen Verstärker funktioniert. Die Antwort ist, wir schauen uns nur die Versorgungsspannung an und wir messen den Strom. Das war mit Smart Cards auf Microcontrollers. Wir haben es sogar auf einem 130 Nanometer MSP 340 gemacht und es hat prima funktioniert. Aber die andere Frage, ich denke, es funktioniert mit Famous Verstärker, mit dem Standard, aber meiner war kaputt, also haben wir irgendeinen anderen benutzt. Also sein Geräte sind wohl immer kaputt gegangen und er erzählt jetzt irgendwelche Geschichten, dass seine Geräte immer kaputt gegangen sind. Also er hat wohl die Bewegungs von FIP versucht und sie haben dann irgendwann von Hand mit die Sachen verschoben, weil die automatische Verschierung nicht mehr kaputt war. Also da passieren manchmal lustige Sachen. Das ist wirklich schrecklich. Ich sage, die Leute fragen immer, wie das funktioniert. Also, wir haben ungefähr 10 bis 15 Jahre alte Chips aktiviert mit so einem alten FIP und mit einem aktuellen, und kann man das schon bestimmt besser machen. Eine Frage aus dem Internet. Würde ein asynchroner Prozessor das eigentlich nicht viel komplizierter machen, bis zum Punkt, dass es unmöglich ist? Ich weiß nicht ganz genau, was er meint mit asynchroner Prozessordesign, weil es gibt ganz viele, ich weiß nicht, was für Effekte das machen würde. Die Angriffsszenarios, die wir gemacht haben, war verstehen, was der aktuelle Algorithmus macht und dass man das Gerät dann wieder klonen kann. Also ich bin mir nicht sicher. Wenn die Frage ist vorbei. Personen am Mikrofon können gerne zu Dimitri gehen. Einmal Applaus bitte.